gereift, ist älter geworden, jetzt sammelt er Kösche. Einem Abend vier verschiedene Gaumengenüsse zu testen. Das Besondere auch, dass aus allen Palazzo-Shows, sind ja mittlerweile eine ganze Menge, national und international, Highlights der Artistik, des Gesangs, der Musik, der Comedy zusammengeholt sind für diese Show hier. Die Zeiten verändern sich. Ich kann mich sehr gut erinnern, 1971, als hier in München eigentlich die Revolution der deutschen Küche angefangen hat, mit dem Tatröst, mit Inga Witzigmann. 1971 war die Eröffnung. Es wurde aber auch 1971 in München-Schwabing das erste McDonald's eröffnet in Deutschland. Und heute, nach so vielen Jahren, haben wir über 1300 McDonald's-Filialen in Deutschland. Wir haben aber weitaus mehr Spitzenrestaurants in Deutschland. Wir haben vielleicht 3000 Restaurants, die hervorragend kommen und alleine 220 Sterne-Restaurants mit 1, 2 und 3 Sternen. Und das ist eine tolle Entwicklung in Deutschland. Und die Erlebnisgastronomie mit so einer Qualitätsküche hat eine riesen Zukunft, bin ich ganz sicher.